please. Scheiße, das war jetzt ganz perfekt. Grüezi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich dir zeigen, was ich mit den Restblumen mache, die ich ja verwendet habe für das Geburtstagsgesteck für meine Mutter. Und ich möchte gern dieses Gefäß dekorieren. Und zwar ist das auch ein Gefäß, das ich selber gemacht habe aus alten Zeitungen und innen eine Blechdose. Also ein absolutes Upcycling. Und das ist auch ein bisschen untypisch für mich. Ich habe die golden gespritzt und mit Glitzer, da ich die für die Weihnachtsausstellung gemacht habe. Die ist im Übrigen noch zu haben, also wenn jemand Interesse hat, auf meiner Homepage ist die zu kaufen. Und die werde ich, wie gesagt, mit den Blumen jetzt dekorieren. Mal schauen, was am Schluss dabei rauskommt. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Ich werde das jetzt nicht groß kommentieren, was ich mache. Ich hoffe, es ist wie immer eine Inspiration für dich. Du kannst etwas mitnehmen. Und dann würde ich sagen, starten wir und ich wünsche dir viel Freude beim Zuschauen. Da ich dieses Gefäß ja noch verkaufen möchte, werde ich hier ein anderes Gefäß reinstellen, mit Wasser gefüllt. Aber dieses Gefäß kannst du ohne Problem mit Wasser befüllen. Das ist absolut machbar. Das sind mehrere.
Das ist nun das Ergebnis. Es ist ganz okay. Durch das ich jetzt natürlich ein kleineres Gefäß ins Große reingestellt habe, fällt das nicht ganz so schön, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber es ist okay. Ich habe versucht mit den, ich sage jetzt Tannenzapfen, vermutlich sind es Kieferzapfen oder Fichtenzapfen. Die habe ich jetzt hier ein bisschen in die Vase eingearbeitet, damit ich ein bisschen mehr die Verbindung kriege zur Vase. Ja, von den Farben her gefällt es mir wirklich sehr gut, auch mit dem Ast. Und die Vase an sich wirkt natürlich schon alleine sehr schön. Also es würde absolut reichen, wenn man über die Vase einen schönen großen Ast legt. Das würde schon reichen und vielleicht 1, 2, 3 Weihnachtskugeln. Aber ich lasse den jetzt so und stelle den hier in den Raum rein. Mal schauen, wie die Reaktionen sind. Dann würde ich sagen, das war's. Ich habe immer noch ein paar kleine Reste von diesen Blumen. Da zeige ich vielleicht noch ein kleines Weihnachtsspecial. Eventuell für eine Tischdekoration. Lass dich überraschen. Ich bedanke mich ganz herzlich für ein Like, für ein Abo. Aktivier die Glocke, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Bleib kreativ, umarm deine Liebsten. Tschüss zusammen.